Lieber Bruder Werner, lieber Pater Walter, liebe Freunde und Verwandte der Jubilare, liebe Schwestern und Brüder. Und seine Jünger glaubten an ihn. Mit diesem Satz schließt diese Geschichte aus dem Evangelium der Hochzeit zu Kana. Dieser Satz erschließt förmlich die ganze Geschichte. Jesus offenbart sich, er offenbart seine Herrlichkeit und seine Jünger glauben an ihn. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa. All das, was da auf dieser Hochzeitsfeier geschah, ist sozusagen die Eröffnungsszene für das Wirken Jesu, das sich jetzt dann im Evangelium anschließt. Hier beginnt für Jesus der Weg seines öffentlichen Lebens. Weder die Jünger, die dabei waren, noch Maria, seine Mutter, wussten damals, welchen Weg Jesus gehen wird und was ihm auf diesem Weg oder am Ende dieses Weges widerfahren wird. Aber als bei der Hochzeit der Wein ausgeht, ruft Maria Jesus zu Hilfe. Und sie ermutigt die Menschen, auf Jesus zu hören, ihm zu vertrauen. Was er euch sagt, das tut. Mit dem Wunder in Kana will Jesus auch unser Leben verwandeln. Das Wasser wird zu Wein, so wie sich unser Leben wandelt und eine neue Qualität gewinnt. Unser Leben wird sich wandeln, wenn wir Jesus an uns wirken lassen. Unser Leben wird sich wandeln, so wie sich dann auch unser Denken wandelt. Unser Leben wird sich wandeln, wenn wir all die Dinge dieser Welt im Licht Gottes sehen und am Willen Gottes ausrichten. Wenn wir tun, was er uns sagt. Liebe Schwestern und Brüder, zwei Mitbrüder blicken heute auf einen langen Weg dieser Nachfolge zurück. Ihr Leben hat sich in diesem Weg immer wieder gewandelt und immer wieder mussten sie auch neue Wege begehen. Sie waren unterwegs in diesem Licht Gottes und sie orientierten sich in ihren Tätigkeiten an dem, was Jesus ihnen sagte. Unser Bruder Werner wurde am 16. Juli 1937 in Neuenrade geboren. Nach einer Ausbildung als Elektriker arbeitete er zunächst in einem Holzverarbeitungsbetrieb und in einer Eisengießerei. In seiner Freizeit engagierte er sich aber auch schon in der Pfadfinderschaft St. Georg. Mit 22 Jahren kam er als Postulant zu uns und absolvierte hier im Missionshaus St. Josef eine Ausbildung als Maschinenbauschlosser, die er 1962 mit der Gesellenprüfung abschloss. Und in diesem Jahr legte er dann auch seine erste Ordensprofess ab. In den folgenden Jahren bis 1970 gehörte er dem sogenannten Bautrupp an. Und er half dabei mit beim Bau von Schulen und Internaten in Arnsberg, Mariafehn und in Neuss. In den anschließenden Jahren engagierte sich Bruder Werner in der Jugendarbeit hier im Missionshaus in den damals neu eingerichteten Jugendräumen.
so ganz nebenher absolvierte er eine Ausbildung als Religionslehrer, die er 1978 bestand. Und er war dann auch als Religionslehrer in Nördlingen tätig. Seit seinen ersten Tagen als Missionar von Marianhill träumte Bruder Werner davon, in einem fernen Land zu arbeiten. Dieser Wunsch erfüllte sich für ihn am 16. März 1984, als er in Papua-Neuguinea ankam. Er half mit beim Aufbau eines Pastoralzentrums in der dortigen Diözese Ley. Als Handwerker konnte er vielen Jugendlichen sein Wissen vermitteln und ihnen dadurch oft eine Arbeitsstelle verschaffen. Bei seinen Urlauben hier in der Heimat erzählte Bruder Werner immer wieder über seine Erfahrungen im fernen Ozeanien, sodass ihn viele, etwa auch die Pfadfinderschaft St. Georg in Nördlingen, in seiner Tätigkeit immer wieder unterstützten. Im September 2009 wurde sein Traum als Missionar in Papua-Neuguinea ganz jäh beendet. Bruder Werner erlitt einen Schlaganfall und nach verschiedenen Aufenthalten in Krankenhäusern ist er seit dem 7. Dezember 2009 nun hier in unserem Pflegeheim.